Hi! In diesem Video soll es um ein pädagogisches Thema gehen, nämlich um die Entstehung von Gewalt, Herr Heidmeier. Die Entstehung von Gewalt ist in der Pädagogik sehr wichtig und Heidmeier hat dazu eine passende Theorie aufgestellt, die das Ganze ganz gut erklärt. Wichtig in der heutigen Zeit ist die Individualisierung. Jedes Lebewesen, jeder Jugendliche, soll sich individuell entwickeln. Das heißt, er wird nicht eigentlich in eine Rolle reingesteckt, sondern er wächst in eine Rolle hinein, hat eine eigene Biografie, Entscheidungen muss er selbst treffen und so weiter. Diese Individualisierung sorgt natürlich für Entscheidungsdruck. Das ist ein Problem. Denn Entscheidungsdruck bedeutet, dass ein Lebewesen bzw. ein Individuum selbst entscheiden muss, welchen Weg es gehen will. Will ich studieren? Will ich eine Ausbildung machen? Will ich ein Abitur machen oder will ich ein Fachabitur machen? Will ich in der Gastronomie nebenbei arbeiten oder will ich nicht arbeiten neben meiner Beschäftigung als Schüler, Student und so weiter? Das ist Entscheidungsdruck, das ist ein Problem in gewisser Weise, mit dem ein Jugendlicher umgehen muss und das kann zur Verunsicherung führen. Und Verunsicherung führt laut Heidmeier zur Gewalt. Im Allgemeinen geht er davon aus, dass man ein Problem hat. Dieses Problem bezeichnet er in der Regel mit Desintegration. Das Problem führt zu Verunsicherung. Und Verunsicherung wiederum führt zu Gewalt. Das ist das grobe Ablaufschema, wie Heidmeier das Ganze darstellt. Desintegration, da gibt es laut Heidmeier drei Arten. Nämlich zum einen die Familie, zum anderen die Werte und Normen und zum anderen die mangelnde gesellschaftliche Teilhabe. Wir nennen das mangelnde Teilhabe. Was das mit diesen drei Formen der Desintegration auf sich hat, möchte ich kurz erklären. Desintegration heißt sowas wie, ich bin nicht integriert. Das heißt, ein Lebewesen soll sich in die Gesellschaft integrieren. In eine Klassengemeinschaft sich einfügen, in die Familie einfügen, sich mit sozialen Kontakten umgeben. Desintegration sagt, das funktioniert nicht. Und deswegen ist das ein Problem. Familie, Desintegration bedeutet, man fühlt sich in der Familie nicht geborgen. Das kann zu emotionaler Desintegration führen. Das heißt, man fühlt sich emotional nicht der Familie zugehörig. Man weiß vielleicht nicht, wo man in der Familie steht. Das kann durch Scheidung der Fall sein, dass die Familie plötzlich zerfällt, dass man vielleicht von Mutter und Vater nicht richtig geliebt werden kann, weil die ganze Zeit berufstätig sind und so weiter. Das ist der erste Fall der Desintegration, dass in der Familie Probleme vorherrschen. Der zweite ist Werte und Normen. Das bedeutet, dass man vielleicht irgendwie sich schuldig fühlt, irgendwelche schlimmen Sachen begangen zu haben. Und eigentlich möchte man irgendwie, man hat irgendwie das Gefühl, traditionell müsste man eigentlich zur Beichte gehen. Aber die Kirche hat nicht mehr diesen hohen Stellenwert, den es früher hatte. Werte und Normen haben sich geändert. Und das kann wieder zu Desintegration führen. Wohin mit meinem Problem? Das kann eine weitere Form der Desintegration sein, wenn sich Werte und Normen ändern und man sich vielleicht ein bisschen verloren fühlt. Das kann man zur Verunsicherung dann beitragen, dass man sich verunsichert fühlt. Auch mangelnde Teilhabe kann zur Verunsicherung führen. Damit ist gemeint, dass man in der Gesellschaft nicht richtig teilhaben kann. Das kann der Fall sein, wenn man vielleicht die deutsche Sprache nicht richtig beherrscht. Wenn ich nicht verstehe, was Leute um mich herum reden, dann frage ich vielleicht schon, was guckst du? Was guckst du mich schon an? Weil ich verstehe es nicht. Dann versuche ich auf Gesten einzugehen. Das kann zur Verunsicherung führen, dass man nicht in der Gesellschaft richtig teilhaben kann, dass die Werte und Normen in der Gesellschaft sich geändert haben, dass vielleicht auf einmal begrüßen sich alle mit der linken Hand, dann fühle ich mich verunsichert. Warum? Mit der rechten Hand begrüßt man sich. Oder Familie, dass man sich in der Familie nicht geborgen fühlt. Wenn ich mich nur in meiner Familie geborgen fühle, wo dann? Dann bin ich verunsichert. Und diese Verunsicherung ist der zweite Schritt zur Gewalt. Und hier gibt es drei Formen der Verunsicherung. Einmal die simulierende Verunsicherung. Das ist die beste Form der Verunsicherung. Das heißt, ich bin verunsichert, aber ich versuche das Problem konstruktiv zu lösen. Konstruktiv bedeutet sinnvoll. Also ich werde nicht gewalttätig, sondern wenn ich merke, ich kann nicht genug Deutsch, dann lerne ich halt Deutsch. Dann gibt es die Form
paralysierend. Das heißt lähmend. Also, ich kann nicht Deutsch, deswegen verharre ich einfach in einer Art Lethargie. Ich blicke einfach nur das Ganze an und denke, ich kann nichts daran ändern. Ich bin einfach verunsichert und das kann zur nächsten Form der Verunsicherung führen, nämlich letztendlich zur Gewalt. Wenn ich in der paralysierenden, lähmenden Haltung schon bin und ich weiß, ich will das irgendwie nicht konstruktiv lösen, kann es passieren, dass so gesehen eine Wut in mir aufkommt und dann kann ich gewalttätig werden. Hier gibt es drei Formen der Gewalt. Die expressive Gewalt, die instrumentale und die regressive. Expressiv heißt sowas wie Aufmerksamkeit. Ich kann kein Deutsch und das kann ich keinem in die Schuhe schieben eigentlich. Deswegen gucke ich mir irgendwelche Leute auf der Straße an und sage, hast du ein Problem oder was? Ich versuche Aufmerksamkeit zu machen. Ich versuche auf mich aufmerksam zu machen, so nach dem Motto, bitte hilf mir. Das ist eine Form der expressiven Gewalt. Instrumental heißt Werkzeug. Das heißt, ich benutze Gewalt, um weiterzukommen. Wenn mein Lehrer mir nicht die Eins geben will, ich will aber die Eins haben, oder wenn mein Lehrer mich sitzen lassen will, ich will aber nicht sitzen bleiben, dann halte ich ihn halt aus dem Fenster und sage, wer bleibt hier sitzen? Das kann ein Problem sein. Das ist eine Problemlösung. So kann man mit Gewalt eventuell instrumentell ein Problem lösen. Das dritte ist die regressive Gewalt. Hier Stichwort Nazi. Das heißt, ich denke, ich fühle mich wertlos, ich bin arbeitslos, alles in meiner Umwelt funktioniert nicht. Was mache ich? Ich wende mich gegen Minderheiten, zum Beispiel gegen Juden, gegen Ausländer und so weiter. Dann fühle ich mich als Teil einer Masse, ich bin in der Summe gewalttätig und identifiziere mich mit dem Rest. Das ist die regressive Gewalt. Wir gehen noch einmal durch. Wir haben das Problem der Individualisierung heutzutage. Das heißt, man muss sich eine eigene Lebensgeschichte entwickeln und das kann zu Entscheidungsdruck und somit zu Problemen führen. Probleme sind Desintegration. Das heißt, ich fühle mich in meiner Familie nicht geborgen, wegen Scheidung beispielsweise. Werte und Normen, die Kirche verliert an Bedeutung. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Problem. Mangelnde Teilhabe. Ich kann Deutsch nicht richtig, ich habe keine Ausbildung bekommen, kein Studium bekommen. Irgendwas funktioniert nicht. Das verunsichert mich. Durch Verunsicherung kann ich in eine simulierende Verunsicherung kommen, das heißt, ich versuche das Problem irgendwie zu lösen, oder in eine paralysierende, lähmende Verunsicherung, wo ich mir erst das Ganze alles angucke und denke, scheiße, ich kann ja nichts ändern. Und das führt letztendlich dazu, dass ich mich zurückziehe und das Ganze nur gelähmt anschaue, nach dem Motto, ich kann nichts ändern. Das kann zu Gewalt führen, die Verunsicherung. Die Gewalt kann dann expressiv sein, das heißt, ich will Aufmerksamkeit erzeugen, instrumental, ich will eine Gewalt nutzen, um letztendlich das Problem irgendwie zu lösen, vielleicht auf einen draufschlagen. Ich kann das Problem mit Worten nicht lösen, deswegen schlage ich drauf. Oder regressive Gewalt, ich unterdrücke Minderheiten. Dann fühle ich mich besser, dann fühle ich mich nicht wertlos, das hebt meine Verunsicherung auf. Das ist laut Haltmeier ganz grob zusammengefasst, die Entstehung der Gewalt. Ich hoffe, ihr habt weitergeholfen zu haben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.